heutigen ersten Teil von zwei Vorträgen zum Thema Erster Weltkrieg, der sich ja dessen Beginn sich zum 100. Mal jährt. Die Mobilmachen hat begonnen, ist so das Rahmenmotiv des heutigen Vortrages, des heutigen Berichtes, zu dem auch Bilder gezeigt werden, auch aus Tagebüchern von Zeitzeugen berichtet wird, weil das ganz anschaulich die Stimmung, die in Pfaffenhofen in unserem Bezirk geherrscht hat, dokumentiert. Vom Ersten Weltkrieg als solchen wird er oft als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts berichtet, weil der Erste Weltkrieg oder auch der Ausbruch 1914 einen Zeitpunkt markiert, der das Ende einer gewachsenen Struktur in Europa markiert, die soweit eigentlich über rund 100 Jahre mehr oder weniger funktioniert hat. Einfach diese Länderordnung, die damals gegangen hat, die Kaiser- und Königtümer, die es so gegeben hat, die Großmächte. Es hat schon Konflikte im 19. Jahrhundert natürlich gegeben, aber irgendwie wird das doch als ein System wahrgenommen, das relativ stabil war. Es hat noch bis ins frühe 20. Jahrhundert zahlreiche Kaiser und Könige gegeben, die eben schon seit 1815, 1850, 1860 im Amt waren, jetzt in Österreich mit der Sissi-Hochzeit, was man so ein bisschen als Schlagwort in Erinnerung hat. Der österreichische Kaiser hat noch bis 1916 gelebt. Auch Bayern als Königreich markiert eben diese Epoche des 19. Jahrhunderts bis frühen 20. Jahrhunderts. Und mit dem beginnenden 20. Jahrhundert erleben wir halt eine Epoche, wo viele Neuerungen aufkommen, technischer Art natürlich auch, aber auch sich die weltpolitische Lage doch verändert, auch anspannt. Also man merkt es auch ein bisschen in den Berichten des Bezirksamtsblatts, also unserer damaligen Tages- oder Wochenpresse, dass sich da das Ganze ein bisschen ändert und dass einfach die Stimmung und die Entwicklung irgendwo auf eine neue Pfaffenhofen auch dann schon wenige Wochen und Monate nach der Mobilmachung losgegangen ist. Ich gehe ein bisschen ein auf Pfaffenhofen, wie sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts dargestellt und auch verändert hat. Wir haben also in der Stadt ja bis Mitte des 19. Jahrhunderts eine nahezu konstante Einwohnerzahl gehabt, so um die 3.000, 2.500, 3.000. Mit dem Eisenbahnbau 1867 beginnt dann ein leichtes Wachstum der Stadt Pfaffenhofen. Wir haben dann etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts 4.500 Einwohner, also es ist ein relativ ruhige, gleichmäßige Entwicklung. Der Eisenbahnbau bringt auch erste größere Arbeitgeber nach Pfaffenhofen, also Maschinenfabriken, quasi ein bisschen leichte industrielle Revolution bei uns. Vor allem in der Bahnhofstraße, also in der Münchner Straße, haben sie Landmaschinenfabriken angesiedelt. Die Firma Stocker, die es ja noch gibt, ist da noch ein verbliebenes Relikt, sage ich mal, aus dieser Zeit. Und die ersten größten Arbeitgeber, das heißt einfach Arbeitgeber mit mehr als 10 Beschäftigten. Die größten haben damals aber schon 100 gehabt. Die Firma Blaudruck König zunächst, später Blaudruck Groß, war damals der größte Arbeitgeber in Pfaffenhofen, die also schon ein bisschen die industrielle Fertigung bringen. Ausbau der Elektrifizierung ist natürlich begleitend wichtig gewesen für die Modernisierung, die Veränderung der Stadt. 1919, der Bau des Schlachthofs etwa, war zum Beispiel ein sehr großes Projekt. Das erste Kino unterhält ab 1912 die Bevölkerung. Die Motorisierung macht Fortschritte. Motorpostverbindungen nach Schweichenkirchen, Gerolsbach, Hohenwart und so weiter über Tegernbach nehmen ihren Anfang. Also man merkt, es kommt ein bisschen Bewegung auf in das gewachsene, in die gewachsenen Strukturen der Stadt Pfaffenhofen, wo auch noch das alte Handwerk durchaus präsent ist, aber eben auch die ersten modernen